Ja, ich wollte euch heute mal einen ganz alten Rasierer zeigen. So einen ähnlichen hatte mein Vater mit 220 Volt. Und dann gab es noch diese Ausführung mit 6 bzw. 12 Volt. Da kann man das umschalten. Und der Anschluss, der sieht so aus. Der ist aber dünner als als eine heutige Kfz-Buchse bzw. Kfz-Stecker. Und ja, und da gab es dann, das Ganze kam mit so einer schönen Box. Da ist das dann alles drin. Das hier ist die Batteriebox. Natürlich hier noch so der Pinsel, der dazu gehört. Kleiner zum Saubermachen halt. Ja, und diese Batteriebox, die konnte man nehmen und dann hier den Rasierer reinstecken. Und los ging's. Jetzt muss ich nur erstmal Batterien reinmachen. Das sind auch ganz normale 1,5 Volt Babyzellen. Da kommen hier die Batterien rein. 4 Stück für 6 Volt. So, und dann wird das wieder zugeschraubt. So, jetzt ist er zu. Und jetzt kommt hier der Stecker rein. Und dann, ich mache mal hier die Kappe ab. Dann mache ich hier den Schalter, mache ich nach unten. Und schon geht er los. Ja, faszinierend, ne? Und dieses Gerät hat sogar auch Designpreise gewonnen. Ich blende euch da nochmal was ein zu dem Designer, der das, beziehungsweise es waren, glaube ich, zwei Designer, die das Gerät entworfen haben. Und auch hier die Scherfolie und alles ist tadellos, ne? Wurde vielleicht, ja, wahrscheinlich erneuert irgendwann mal. Ja, man kann das Ding natürlich auch aufmachen. So sieht es dann von innen aus. Ich finde ja diese alten Geräte immer so faszinierend, nicht? Weil die waren wirklich langlebig und auch zuverlässig, ne? Naja, dann kann man das Ganze wieder auseinanderstöpseln und hier in diese Box reintun. So, dann ist das alles schön in einer Box drin. Schön zumachen mit Druckknöpfen. Das ist so ein Kunststoff, den kann man leicht abwischen und gut sauber halten. Ne? Ja, braun parat. Aus den 60ern.